Er ist 5, sie 95. Er geht in den Kindergarten, sie wohnt in einer Altenpflegeeinrichtung. Einmal im Monat treffen sie sich. Die Generationsbrücke verbindet Alt und Jung, Vergangenheit und Zukunft, Erfahrung und Neugierde. Die Idee? Kindergartenkinder, Grundschüler und pflegebedürftige alte Menschen zusammenzubringen. Miteinander spielen, voneinander lernen, Berührungsängste abbauen. Die Generationsbrücke Deutschland leistet einen kleinen, aber sehr wirkungsvollen Beitrag zur großen Herausforderung des demografischen Wandels. Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen. Die Generationsbrücke bindet sie in das Leben ein. Jeder ist wichtig. Jeder kann geben, jeder kann lernen. Für die Kinder heißt das auch, verstehen, dass Altern, Pflege und Demenz ganz normal sind. Zum Leben dazugehören. Ich verbringe gerne Zeit mit den Bewohnern. Kinder sind ja offen. Offen und ehrlich. Es ist einfach ganz super schön. Die Kinder werden auf die Besuche vorbereitet. Es treffen sich immer die gleichen Paare in der gleichen Gruppe. Die Beziehungen sollen langfristig sein. Feste Strukturen und Rituale in den Begegnungen geben Sicherheit sowie Orientierung und schaffen Offenheit für die Begegnung zwischen den Generationen. Alt und jung, groß und klein, Hand in Hand. Generationsbrücke Deutschland.